Als wir diese Glaubensbekenntnis gesagt haben, wir haben einen Vertrag mit Allah abgeschlossen. Weil La ilaha illallah ist der Schlüssel zum Paradies. Und jeder Schlüssel, der keine Zähne hat, öffnet gar nicht. Und diese Zähne sind gemeint die guten Taten, die Pflichten im Islam, die wir erfüllen müssen. Wenn Rasulullah sie fragte, wie viele Beine hat dieser Kamel? Sie haben nicht geantwortet. Sie sagen, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Jetzt heute, jeder von uns hat viel Wissen heute. Ja, ich bin's, ich weiß. Die sehen das diesseitige Leben als ewig. Die sehen das Gute als schlecht und das Schlechte als gut. Sie können mit den Herzen nichts mehr sehen. Sie sehen das Jenseits gar nicht mehr. Sie wollen nichts mehr wissen über das Jenseits. Die sehen Hijab als Haram. Und sie behaupten, es gibt kein Gesetz im Koran, der sagt, Hijab ist Pflicht. Ihren Herzen sind blind, diese Pflicht. A'udhu billah. A'udhu billah. Deswegen Rasulullah sagt, ja Bilal, rufe zum Gebet, damit wir unsere Ruhe finden, ja Ibn-Allah. Das heißt, im Gebet findest du deine Ruhe. Im Gedenken Allah, wallahi, wenn du einmal richtig Qiyam al-Layl machst, nachts betest, du wirst mehr Kraft, als wenn du 12 Stunden schläfst. Weil du ernährst deine Seele. Und das viel Schlafen, a'udhu billah, schadet die Seele. Und mach dich Yawm al-Qiyamah sowieso arm. Weil 12 Stunden hast du geschlafen, mashallah, das heißt, Yawm al-Qiyamah 12 Stunden, deine Akte ist leer. Da ist nichts drin, Verlust. Möge Allah uns bewahren. Diese Sahabi, azifat nafsi al-Dunya. Sag ja, Rasulullah, mein Nafs, meine Seele empfindet Hass gegenüber das diesseitige Leben. Empfinden wir Hass gegenüber das diesseitige Leben? Wir verteidigen das diesseitige Leben. Wenn ein Gelehrter spricht über das gegen das diesseitige Leben, Wallah, es gibt Menschen, die sagen, was soll das, du machst uns das Leben schwer und das diesseitige Leben ist schön und warum machst du uns mal traurig und depressiv? A'udhu billah. Ja, Achi, dieser Mann will nur das Gute für dich. Er will dich erinnern, dass es ein besseres Leben gibt nach dem Tod. Und solange du nicht auf diesseitige Leben verzichtest, du wirst das andere nicht bekommen. Weil das diesseitige Leben hindert dich und lenkt dich ab vom Jenseits. Möge Allah subhanahu uns bewahren. Wenn wir beten, haben andere Bilder vor Augen. Ehrlich gesagt. Ich sehe da vielleicht einen Topf voller Spaghetti. Oder was meine Frau vor meinen Augen, wie die aussieht. Oder weiß Allah, was sie gerade kocht für mich. Oder meine Arbeit oder meine Mathematikarbeit. Den ganzen Tag bist du 24 damit beschäftigt, damit du es schaffst. Oder keine Ahnung, was für eine Arbeit du machst. Oder Maschinenbau oder keine Ahnung. Die ganze Zeit bist du damit beschäftigt. Und a'udhu billah, dann kommst du bei deinem Gebet und sagst Allahu Akbar. Aber vor deinen Augen läuft ein ganz anderer Film ab. Dieser Sahabi stellt davor, sagt, ob ich den Thron Allah vor meinen Augen sehen würde. Was für ein Gefühl. Und sagt, jetzt wieder weiter, sagt er, und ob ich die Paradiesbewohner sehe, wie sie sich gegenseitig besuchen. Und ob ich, ja Rasulallah, die Höllenbewohner sehe, a'udhu billah, wie sie schreien und heulen vor Schmerzen, ja Rasulallah. Da sagt er, Rasulallah, du bist ein Mann, der, sagt man, dessen Herz von Allah erleuchtet wurde. Das heißt, Allah hat Licht in dein Herz gesendet. Sagt, jetzt hast du die Wahrheit erkannt, fastaqim, sei standhaft. Bewahre diese Wahrheit. Verlasse diese Wahrheit gar nicht. Subhanallah, der kommt zu dir, zu einer Schwester oder zu einem, sagt, ja, dieser Niqab ist keine Pflicht. Wallah, der ist arm. Ich sage euch, dieser Mann ist arm, Yawm al-Qiyam, weil dieser Niqab ist Pflicht. Und falls irgendjemand mich hört, er soll begreifen, wenn du einen Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala befolgst, mach es mit Gewissheit. Mach es, weil du davon überzeugt bist. Nicht, weil man dich überredet hat und du bist davon nicht überzeugt. Weil wenn du sowas machst und dann, a'udhu billah, das ausziehst, nur weil man dich danach wieder überredet hat, das auszuziehen, dir klar gemacht hat, dass es nicht richtig ist. Und danach entblößt du dich, a'udhu billah, dann erwartet dich die Strafe Allah doppelt so viel wie die anderen. Wallahi, doppelt so viel. Beispielsweise sagst du mir, das Gebet ist keine Pflicht. Das ist das Gleiche mit Niqab. Da kommst du zu Schwestern und sagt, ja, der ist Muslim, der behauptet, der ist Muslim. Und sagt, der Niqab ist keine Pflicht. Dann bring doch Beweise, dass es nicht Pflicht ist. Dann sag ihm direkt, bring mir Beweise aus Koran und Sunnah. Nicht aus deinem eigenen Kopf, der voller Müll ist, a'udhu billah. Ja? Und du behauptest, du hast Ahnung vom Islam. Und du regierst die Verwaltung, dann bist du ein armer Mensch für mich. Dann gehörst du da voll hinter dem Mülleimer. Da kannst du arbeiten gehen. Deswegen eine Regel im Islam, egal was man dir sagt, wenn es im Koran steht und jemand kommt und behauptet das Gegenteil, schick ihn sofort wieder raus. Denn er lügt über Allah und seinen Gesandten. Wir haben Argumente für alles aus dem Koran und Sunnah. Wallahi al-Azim, derjenige, der kommt und sagt, Niqab ist nicht richtig, ich bin bereit, mit ihm zu sitzen die ganze Nacht. Und ich werde so viele Argumente bringen, bis er nicht mehr den Mund aufmachen wird. Weil, a'udhu billah, warum? Für wem arbeitest du, Achi? Für Allah oder für die anderen? Denkst du, du wirst nicht sterben? Wallahi, du wirst sterben. Und die, die denen glauben, werden auch sterben. Und die werden vor Allah stehen. Dann werden sie bedauern, wieder zurückkommen und wollen, werden alles wieder gut machen. Allah sagt, nein, das ist nur ein Wort, was er sagt. Denn ihr werdet nicht mehr zurückkehren. Dann, wer soll dich dann retten? Dein Vater? Deine Mutter? Dieser Mann, der dir behauptet, dass es nicht richtig ist? Wer ist mit dir im Grab? Wenn du aufhörst zu beten wegen irgendjemandem. Wenn du deine Niqab ausziehst wegen irgendjemandem oder dein Hijab. Obwohl du verpflichtet bist, das zu tragen. Und wir werden Yawm al-Qiyamah alle stehen. Und ihr werdet nicht nur auf die Hände beißen. Diejenigen, die solche Leute gehorchen, die Heuchler und die Ungläubigen, sie werden nicht nur auf deren Finger beißen, Yawm al-Qiyamah. Sie werden das ganze Ellbogen reinstecken, in den Mund drauf beißen, aus Bedauern und aus Reue, weil sie fast Falsches gemacht haben. Denn sie wissen in diesem Moment, sie erwartet Jahannam. Lieber halte ich heute die Prüfung, als morgen Jahannam auszuhalten. Denn Jahannam kann keiner aushalten. Jahannam selbst kann sich nicht aushalten. Wie willst du denn selber Jahannam aushalten? Denk nur ein bisschen nach. Das ist ein Rat für jeden Muslim und Muslime. Denkt nach, bevor ihr handelt. Und wenn ich eine Entscheidung mein Leben getroffen habe, die Allahs Zufriedenheit, sagen wir es, hervorruft, alles andere ist mir egal. Alles andere ist mir nicht wichtig.
Ich habe mein Herz diese Überzeugung, dass das Haqq ist. Und Wallahi, wenn du die Wahrheit vertrittst in diesem Leben und du vertrittst Allah auf dieser Erde, indem du nach seinem Gesetz lebst, Wallahi, Allah wird dich unterstützen. Und Allah wird dich verteidigen. Und du wirst mit deinen Wunder sehen mit deinen eigenen Augen. Wann? Wenn du Allah hilfst. Du brauchst nur dich an seine Gesetze zu halten. Und das Beste, was du deinem Bruder sagen kannst, ehrlich gesagt, hüte dich vor Allah. Denn der Koran ist für die, die ein lebendiges Herz haben. Wenn du kein lebendiges Herz hast, du wirst den Koran nie verstehen. Ein lebendiges Herz. Wir haben gesagt, wie können wir unsere Herzen beleben oder am Leben erhalten? Ein Tabi'i sagt, das Unterlassen der Sünden und Ungehorsamkeiten bedeutet das Leben von deinem Herzen. Wie gesagt, also, dass, wenn wir Sünden unterlassen und die Ungehorsamkeiten unterlassen, dadurch lebt unser Herz. Und wenn unser Herz ein Leben, das heißt, wir können den Koran begreifen. Wir können den Koran verstehen. Weil wir lesen den Koran, aber viele beweisen, wir verstehen ihn nicht. Allah ruft immer wieder, aber wir verstehen ihn nicht. Der Beweis dafür, dass wir immer sitzen, der Beweis dafür, dass wir nicht viel dafür tun. Dass das viel vom Koran nicht in Tat umgesetzt wird. Und dann der Gelehrte sagt an Rat am Ende, oh, ihr Diener Allahs, hütet euch vor Allah. Und dass sich hüten vor Allah ist, dass man zwischen sich und dem, wovor man Angst hat, einen Schutz stellt. Okay, ein Muslim, ein Mu'min, wovor hat er Angst? Von den Menschen? Eigentlich nicht. Vor wem? Vor Allah. Ja, vor Allah. Aber was heißt hier vor Allah? Warum haben wir Angst vor Allah? Angst vor seiner Strafe. Angst vor seinem Zorn. Angst, wenn er wütend wird, subhanahu wa ta'ala, dass er uns vernichtet. Und Angst vor seiner Strafe im Grab und im Jenseits und seine Strafe sogar im Diesseits, das darf man nicht vergessen. Wir brauchen nur einfach ein Bild zu geben von diesem Tsunami. Was Allah mit den Menschen gemacht hat, subhanahu wa ta'ala. Und das ist vielleicht, die Erde hat sich nur ein bisschen verschoben nach oben, das war's. Also wenn Allah will, subhanahu wa ta'ala, vernichtet den ganzen Universum in einer Sekunde. Ist alles weg. Allah besitzt die Macht über alles. Jalla fi'ala, ist der Allmächtige. Also in diesem Fall, ich habe Angst, als Gläubiger, inshallah, als gläubiger Muslim, müsste ich Angst haben vor Jahannam. Das heißt, was heißt vor Jahannam? Also im diesseitigen Leben, ich sehe Jahannam gar nicht, aber ich glaube an Jahannam, dass sie existiert. Und dass ich vor Allah stehen werde. Und kann sein, wenn ich ein Sündiger bin, ein Ungehorsamer bin oder ein Heuchler bin oder als Ungläubiger lebe, Jahannam erwartet mich. Und eine Sache heißt, ich habe Angst vor Jahannam. Ich habe Angst vor all dem, was in Jahannam bringt. Vor all den schlechten Taten, die mich ins Höllenfeuer bringen, und das sind viele. Die Wege des Teufels sind viel. Die Wege in Jahannam sind viele, aber der Weg zum Paradies ist nur einer. Die Mittel sind viel, die in Jahannam bringen. Aber der Weg zum Paradies ist nur ein Weg. Das ist der gerade Weg. Siratul Mustaqim, Quran und Sunnah. Haltet euch an das Buch Allah und die Sunnah von Rasul. Das ist der einzige Weg zum Paradies. Es gibt keinen anderen Weg. Das heißt dann, okay, ich habe Angst. Was mache ich denn? Also ich muss mich hüten davor. Stimmt? Er sagt, dies bedeutet, dass der Diener Allah zwischen sich und dem Zorn Allah und seine Strafe einen Schutz hinstellt, indem er seine Befehle befolgt. Seine Verbote beachtet, sie unterlassen, vermeiden. Und seine auferlegten Grenzen nicht überschreitet. Das bedeutet, sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala. Stell dir einen Schutz hin, eine Trennwand, eine Trennmauer zwischen all das, was der Zorn Allah subhanahu wa ta'ala erweckt. All das, was dich ins Höllenfeuer bringt, hüte dich davor. Bewahre es. Und hier erklärt, das heißt, was müssen wir machen? Allahs Befehle befolgen, seine Verbote beachten. Und sagt Umar ibn Abdul Aziz, sagt, dass sich hüten vor Allah bedeutet, erklärt er hier, ist das Unterlassen dem, was er verboten hat. Also das, was Allah verboten hat, und die Pflichten zu erfüllen. Das heißt zwei Sachen. Beachte seine Verbote und erfülle deine Pflichten. Wenn du deine Pflichten erfüllt hast, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, gehörst du zu denen, die sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Menschen, die sich hüten vor Allah, das heißt vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, sie haben viele Vorteile, inshallah. Es gibt letztendlich immer wieder Prüfungen und so ein bisschen. Die Prüfungen gehören dazu im Leben. Allah sagt, denkt ihr, ihr werdet in Jannah reingehen, ohne dass ihr euch prüfen oder was? Ihr wollt ins Paradies für die Ewigkeit. Man denkt, ihr werdet einfach so reingehen. Allah denkt, sagt, ihr Menschen, denkt ihr, ihr werdet sagen, wir sind gläubig und wir lassen euch einfach so an uns vorbeigehen und wir prüfen euch nicht. Aber warum prüft Allah, um zu sehen, wer wahrhaftig ist und wer ein Lügner ist? Weil du kannst behaupten, ich bin Gläubiger, ich bin gläubig, ich bin stark. Dann kommt eine kleine Fliege an dir vorbei und du bist weg. Und dein Bart ist weg, dein Hijab ist weg, dein Niqab ist weg, deine Gebete sind weg. Wo ist dann dein Iman? Das heißt, du bist ein Lügner gewesen. Du behauptest nur, dass du Mu'min bist. Weil erst durch die Prüfung erkennt Allah, wer Mu'min ist und wer nicht Mu'min ist.